Letzte Chance aufs Playoff-Heimrecht für die 99ers. Gegen die Capitals müssen die Grazer zu Hause gewinnen, um Rang 4 möglich zu halten. Den Wienern reicht dafür schon ein Punkt. Die Partie beginnt insgesamt sehr gemächlich. Leichte spielerische Vorteile für die Gäste, aber die Grazer nach 11 Minuten in Überzahl und Moderer mit dem 1:0. Sein drittes Saisontor, Vukovic zu nachlässig im Zweikampf. Mark Flatt reagiert zu langsam und Wall kann am Ende am wenigsten dafür. Das Wiener Abwehrverhalten beispielhaft für die sehr passive Gangart im ersten Drittel. Das betrifft allerdings beide Mannschaften. Kurz darauf die Spieleröffnung der Caps. Rotter verliert die Scheibenkontrolle und Ken Okrajenczyk auf dem Weg das 2:0 für die Grazer in der 13. Minute. Ausgangspunkt natürlich der Fehler von Rotter. Dann reicht's bei Sondre Olten nicht mehr, um in den Zweikampf zu kommen. Sapolsky im Wiener Tor deckt zwar viel Höhe, aber etwas zu wenig in der Breite ab. Aber mit luftiger Defensivarbeit sind die Caps nichts allein auf dem Eis. Raphael Rotter zu Riley Holzapfel, Holzapfel völlig frei. 15. Minute, der 1:2 Anschlusstreffer für die Caps, Holzapfel mit seinem 18. Saisontor. Eine gute Reaktion der Caps. Nach dem 0:2 haben sie sofort das Tempo erhöht, technisch fein gelöst von Riley Holzapfel. Wenig später bahnt sich eine ähnliche Spielsituation an. Die Capitals setzen sich wieder an der Bande durch. Dieses Mal Vukovic auf der Reise und auch Vukovic schließt erfolgreich ab. 17. Minute das 2:2, wieder entstanden aus einer 2-gegen-1 Aktion für die Wiener. Hamilton versucht am Ende natürlich den Passweg zu schließen, aber Vukovic kommt zum 11. Saisontor. Auch er technisch fein und sauber im Abschluss. Dann die Schlussminute des ersten Abschnitts, die Grazer in Überzahl. Galbowski in Richtung Grafentin und Reichenberg bekommt die Ablage. 3:2, die Grazer holen sich die Führung zurück, 2 Sekunden vor Ende des ersten Abschnitts. 6. Saisontreffer für Alexander Reichenberg. Grafentins Vorlage gar nicht optimal gelungen, weil noch abgefälscht. Und Ryan Sapolsky sieht wieder nicht gut aus. Walls Rettungsaktion kommt am Ende zu spät. Bei den Wienern im zweiten Abschnitt dann Starkbaum statt des etwas wackeligen Sapolsky im Tor. Aber zunächst spielt er sich auf der Gegenseite ab. Rotter völlig frei im Slot. Und Alex Wall schlägt so das 3:3 in der 29. Minute. Das 10. Saisontor für den Kanadier. Holzapfel und Olten in der Entstehung beteiligt. Der scharfe Pass des Norwegers auf Rotter öffnet den Raum. Rotter hat am Ende die Ruhe und Übersicht, den freien Abschluss Wall zu überlassen. Der Ausgleich der Capitals ist absolut verdient, aber die 99ers behalten ihre Effizienz bei. In der 37. Minute der nächste Angriff der Grazer. Weihaker, der viel Platz hat. Nach seinem Abschluss sorgt Hilding für Unordnung bei den Capitals und Oberkofler setzt entscheidend nach. 37. das 4:3 für die 99ers. Daniel Oberkofler mit seinem 16. Saisontreffer. Hilding bringt die Wiener etwas aus der Kontenance. Starkbaum verliert außerhalb des Torraums noch einmal die Scheibe und Oberkofler stößt im genau richtigen Moment ins Geschehen. Also die Grazer mit der Führung vor dem Schlussabschnitt. Die Wiener nach wie vor um den Deut aktiver. Abschlussposition für Kyle Bonn. Nils Torp dran. Wo ist die Scheibe? Taylor Voss lokalisiert sie und es steht 4:4. Unmittelbar amtlich ist das aber nicht, weil die Referees nochmal einen Blick drauf werfen wollen. Grund dieses Videostudiums. Die Schlägerposition vom Torschützen von Voss war sie über der Querlatte zunächst schon, aber beim Zeitpunkt des Scheibenkontaktes der Schläger wohl unterhalb der Querlatte. Eine sehr strittige Situation. Die Schiedsrichter schauen ausgiebig drauf. Am Ende wird der Treffer aber gegeben. Es ist der Ausgleich und Voss mit seinem 8. Saisontor. 2 Minuten vor dem Ende. Voss holt sich das Bulli, Wolzit ab und Nils Torp lässt den Rebound zu. Kyle Bonn sagt am Ende Danke und sorgt für die späte Caps-Führung in der 58. Minute. Kyle Bonn mit seinem 14. Saisontor.
Erstmals in diesem Spiel kaum zu glauben, sind die Gäste tatsächlich vorne und das ist auch verdient, weil sich die Caps auch im Schlussabschnitt als das spielstärkere Team präsentieren. Die Caps holen spät den vollen Erfolg in Graz und schnappen im KAC Platz 3 weg. Für die 99ers haben sich die Playoff-Heimrecht-Hoffnungen zerschlagen. Sieg in regulärer Spielzeit, der KAC verliert, Raphael Rotter, die Capitals stehen auf Platz 3. Ist das die beste Nachricht am heutigen Abend? Ja, das war das Ziel. Wir haben uns heute sehr konzentriert, nach der letzten Mal in Salzburg. War auch ein super Spiel für uns, ich glaube, wir haben den Schwung mitgenommen. Haben individuelle Fehler gemacht im ersten Drittel, ich war auch dabei leider. Aber haben uns gut zurückgekämpft, super Mannschaftsleistung. Genau so wollen wir rollen und das hoffentlich auch den Schwung in die Playoffs reinbringen. Ich fand das nicht so ein heißes Spiel heute. Wir haben den Frühling gehabt von 2-0 und dann haben wir viel zu offensiv gedacht. Wir haben zwei Gegentore verschunken, finde ich. Zweimal zwei gegen eins. Wir haben gevorcheckt mit drei Mann und wir haben gelernt, dass das geht nicht. Wir sicher nicht mit drei Sturmreihen. Und in den letzten 20 Meisterrundenspielen, diese Disziplin war immer da. Und dadurch sind wir in die Pickround gekommen. Wir haben diese Disziplin ein bisschen verloren. Wie gesagt, wir haben im Frühling von 2-0 und dann haben wir zu offensiv gedacht und die ersten zwei Tore von Wien verschunken.